Aber jetzt haben wir wieder einen Punkt in der Diskussion, wo wir alle uns wünschen, dass irgendjemand es für uns richtet und tut. Und ein sehr, jeder in seinem Bereich kann doch was tun. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Es hat einmal ein sehr kluger Liedermacher, den ich sehr schätze, einmal gesungen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja? Und das ist das Wichtige, dass wir anfangen, jeder für sich, ja, jeden Tag wählen zu gehen. Mhm. Mein Konsumverhalten, wie oft fahre ich mein Auto, einfach über Dinge nachzudenken. Ja? Ist es richtig, was ich jetzt tue? Ja? Glaube ich das, was mir im Fernsehen erzählt wird? Kann das nicht anders sein? Das wäre so wichtig, dass wir alle, es braucht eine geistige Revolution. Das ist sehr gut, was Sie machen. Sie kämpfen, das ist in Ordnung. Und haben Sie den Führerschein schon zurückgegeben? Noch nicht. Nein, ich habe den Führerschein nicht zurückgegeben. Ich fahre auch mit einem Auto, aber nicht mehr so oft wie früher. In der Stadt fahre ich überhaupt nur mit dem Vorradl. Oder geht zu Fuß, weil es überhaupt besser ist, ja. Nicht nur für die Umwelt, auch für mich. Erstens einmal, weil ich mehr sehe, weil ich Leute treffe, sprechen kann, weil es mir tut, gut im Körper, ja. Wir sind in so, so vielen Sackgassen unterwegs. Und das ist eigentlich so offensichtlich. Da braucht man gar nicht mehr drüber nachdenken. Das sehe ich doch alles. Und ich verstehe nicht, warum so viele Menschen das einfach nicht sehen wollen. Sie laufen in ihrem Hamsterrad weiter, ja. Anstatt endlich einmal probieren, langsamer zu laufen und irgendwann aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ja. Nur ist natürlich eine ganz, ganz gute Methode, um das Laufen im Hamsterrad zu vergessen, noch schneller zu laufen im Hamsterrad, weil in dem Moment muss ich mich mit dem schneller Laufen im Hamsterrad beschäftigen. Ja. Und in der Situation sind viele Menschen. Wir haben hier das Glück, ja, dass wir über Dinge nachdenken und auch sprechen können. Es gibt viele Menschen, die haben die Möglichkeit nicht, weil der läuft oder sie läuft im Hamsterrad. Ja? Die ist froh, wenn sie auf die Nacht heimkommt und sich dann Chance anschaut wie Dancing Stars. Ja? Einfach, um den Geist ruhen zu lassen. Ja? Das ist ja wunderbar. Das stimmt ja alles nur. Diese Bewusstseinsänderung, die dauert zu lange. Wenn die Bagger vor der Tür stehen, dann muss man sofort etwas tun. Das heißt, es gibt verschiedene Strategien. Das ist richtig, was Sie sagen, aber es muss auch eine andere Strategie geben, wo man sofort handeln kann. Ja, in dem Fall stimmt das. Ja. Wenn der Bagger da steht, dann muss man was tun. Natürlich, aber wenn das auf uns zukommt, was möglicherweise passieren kann, dann ist ein Bagger unser kleinstes Problem. Glauben Sie mir das? Da haben wir wirklich ganz, ganz andere Probleme. Na, was ich mir irgendwie frage ist, ich stimme schon zu, dass man irgendwie schaut, dass man irgendwie bewusst leben kann und so weiter. Aber ich kann einer Alleinerzieherin, die vielleicht zwei Jobs hat, nicht sagen, steig aus deinem Hamsterrad raus. Und dieses Argument höre ich jedes Mal, wenn ich das sage. Das kann man als gut verdienender Schauspieler, kann man das machen. Ja, aber, das, und auch viele Autos habe ich gehabt und überhaupt. Ja, bin sehr berühmt. Aber, ja, das, was ich damals bei der Wutbürgerrede gesagt habe, wir sind die Mittelschicht. Ich spreche von der Mittelschicht, weil eine alleinerziehende Mutter, die an der Armutsgrenze lebt, ja, ein Behinderter, ein Drogenkranker, die können nicht handeln, die können nichts tun. Die sind davon abhängig, dass wir, die Mittelschicht, selber Initiative ergreifen und denen helfen. Es wird ihnen niemand anderer helfen, weil die sind einfach durch den Rost gefallen. Wir, die noch handeln können, die Mittelschicht, haben jetzt die Aufgabe zu überlegen, was können wir jetzt noch Gutes tun, vor allem mit unserem Geld. Wir haben alle Angst, oh, unser Geld, was machen wir? Geld, vielleicht noch ein bisschen kaufen oder eine Wohnung kaufen oder irgendwas. Ja? Gutes tun, jetzt wo das Geld noch eine Energie hat. Das ist bald vorbei. Ja? Okay. Jetzt noch Gutes tun und Menschen helfen in meinem Umfeld. Okay. Ja? Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, dass genau nichts passiert. Dass alles so weiterläuft, wie es weiterläuft, dass immer mehr Geld gedruckt wird und dass die Menschen langsam immer mehr verarmen und es nicht merken. Ja? Dass dann in 3 Jahren die Mittelschicht nur mehr 1200 Euro hat, laut Statistik, wo hier Statistik ist für mich gar nichts. Ja? Die andere Variante auf der anderen Seite ist, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Das ist das, Entschuldigung, ja, das ist das Allerschlimmste. Also wenn jetzt die Wahnsinnigen durchdrehen, mit dem Iran einen Krieg anfangen, die Chinesen helfen vielleicht mit, der Russ mischt sie auch noch ein, die NATO auch noch, dann scheppert es einmal in Asien. Ja, und dann dauert es nicht lang, bis wir hier auch in Europa totalitäre Systeme haben, weil die Menschen Angst haben. Ja, das kann auch passieren und dazwischen ist sehr viel möglich. Sage ich jetzt einmal. Was aber sicher passiert, umso ärmer die Leute werden, umso unzufriedener, umso mehr Jugendliche keine Arbeit haben und überhaupt keine Perspektive. Es geht nicht um die Arbeit. Kein Mensch will einen Arbeitsplatz. Wir wollen Einkommensplätze in Wirklichkeit, außer die, die eine Arbeit machen, die ihnen Spaß macht. Ja? Und wenn die unzufriedenen Jugendlichen dann randalieren gehen, dann wird das auch bei uns passieren. Wobei, bei uns dauert es eh lang. Aber es kann passieren. Und dann muss man wirklich gerüstet sein. Man muss einen Plan B haben. Eines finde ich sehr interessant. Das, was du jetzt gerade sagst, wenn man das in den sogenannten goldenen
90ern gesagt hätte, die hätten ihn als Irren ausgelegt. Das heißt, dass man überhaupt sowas jetzt sagt, dass viele Leute überhaupt so ein Szenario sich ausdenken, hat für mich etwas zu bedeuten. Und ich glaube, wir sind hier, wenn ich mal etwas altersweise sein darf, wir sind hier alle mit verschiedenen Ansätzen da, die man durchaus miteinander verknüpfen kann. Ich finde es völlig richtig, was du sagst, an sich selbst anzufangen. Das ist etwas, was wichtig ist. Es ist auch wichtig, Initiativen zu vernetzen. Ebenso finde ich es eigentlich auch sehr lobenswert, in einer Partei anzusetzen. Das sind doch eigentlich alles Modelle, wo man sagt, damit kann man auch für sich selbst was anfangen. Ich glaube, jeder muss auch von den vielen Menschen, die ich ja auch oft erlebe, die sagen, was kann ich denn tun? Ich bin doch nur so ein kleines Würmlein, ich kann doch nichts tun. Wenn jeder in seinen Möglichkeiten, in seinem Gebiet, was fängt, da bin ich zusammen jetzt mit meinem Lieblings-Zen-Meister, mit Bernie Glassman, der übrigens ein engagierter Spiritueller ist, was mich an ihm so fasziniert. Er ist wirklich, er ist in der Politik auch zu Hause, also er will etwas tun für die Menschen. Und was heißt, was engagiert etwas tun? Also in meinem privaten, kleinen Bereich? Nein, im privaten, kleinen Bereich. Oder ich weiß nicht, wie sagen Sie mir das? Nein, nicht nur in seinem kleinen, jeder zum Beispiel, wenn man überhaupt keine Öffentlichkeit hat, dann kann man bei sich selbst anfangen. Wenn man irgendwo in einer Firma ist, wo die Möglichkeit besteht, auch mal sich mit anderen zu solidarisieren, dann kann man das tun. Es findet doch jeder einen Weg, wenn er denn will. Und wenn man denn überhaupt der Meinung ist, man soll was ändern. Das ist aber ein wer ist dieser Meinung? Dass man was ändern soll? Ja. Zu wenige. Naja, mittlerweile werden es aber erstaunlich mehr. Aber du bist immer zu wenige. Jetzt stelle ich mich mal kurz auf den Standpunkt und sage, gut, viele sind sehr empört, viele sind sehr unzufrieden. Sie haben vorhin gesagt, also, dass man da zum Billa oder halt in den Supermarkt reingeht und da ist das Gemüse wunderbar, anstatt dass man sich wieder besinnt, das wächst ja am Boden und macht selber etwas. Meine Großmutter, beide Weltkriege mitgemacht, die hat sehr wohl nach dem Krieg draußen bei uns im Garten, da war überhaupt kein einziger Fleck, wo man sich hingelegt hat. Der Garten hat überhaupt nur den Sinn gehabt, dass man was anbaut. Ja. Wenn ich sie gefragt hätte, was willst du jetzt lieber? Da anbauen oder nicht anbauen und gehst ins Geschäft und hast es alles da und kannst es alles bezahlen, locker, ohne Kredit aufzunehmen, sondern dein Einkommen erlaubt es dir. Sie hätte sich selbstverständlich für die zweite Variante entschieden. Selbstverständlich. Ja, natürlich. Sie hatte ja noch einen Garten. Aber der wird ja allen Leuten weggenommen. Sie hätte sich gegen den Garten entschieden, natürlich. Weil das Arbeit war. Das hat sie doch nicht gerne gemacht. Das war doch Arbeit. Also das geht jetzt, die Diskussion, das wird jetzt sehr philosophisch und geht sehr tief. Ja? Weil was ist ein Mensch, ein lebendes System? Was will ein lebendes System mit möglichst wenig Energie möglichst weit kommen? Das ist auch der Grund, warum wir in einem Auto drinnen sitzen und nicht merken, dass uns das nicht gut tut. Weil wir keine negative Rückkopplung bekommen. Ja? Das heißt, irgendetwas in der Großmutter oder Mutter oder Großmutter? Großmutter. Großmutter sagt ihr, das muss ja nicht mehr das Hirn sein, sagt ihr, es wäre für mich einfacher und bequemer, wenn ich Nahrung bekomme, ohne dafür Energie aufwenden zu müssen. Ja, weil das bedeutet für das System, länger überleben zu können. Ja. Ja. Das stimmt natürlich für das System. Ja. Aber wir sind ja Gott sei Dank Menschen, wir sind ja mehr. Ja. Wir sind geistige Wesen mit einer Seele. Ja. Und wir verlieren das immer mehr und mehr. Und wenn ich jetzt heute im Garten arbeite und meine Karotten esse, dann hat das schon mal von dem, was ich im Garten tue, eine andere Qualität, wenn man jetzt zum Billa einkaufen gehe. Es schmeckt anders und ich weiß, was das ist, was ich da esse. Ja? Ich kann das nur deswegen sagen, weil ich es selber weiß, weil ich es tue, weil ich das erfahre. Also ich lebe halt in einem Garten. Ja? Und ja, das habe ich als Beispiel gebracht. Ja, das ich habe immer ein schlechtes Gewissen. Warum habe ich denn immer ein schlechtes Gewissen, warum? Wenn ich das höre? Ich habe immer das schlechte Gewissen, dass ich was falsch mache. Da, verstehen Sie das? Ich war jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli. Ja, ich habe da das Gefühl, bei all diesen Dingen, die mir sagen, man muss was ändern, und dann sagt man, setz bei dir an, ist es wie bei der Gesundheit. Letztendlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Es ist wie bei der katholischen Kirche. Du machst etwas falsch, du sündigst. So wie du lebst, ist es nicht richtig. Ich habe jetzt zwar schon seit 25 Jahren kein Auto, aber es genügt nicht. Irgendwann, es genügt einfach nicht. Ja. Und das kann es nicht sein, es kann nicht sein, den Leuten zu sagen, ihr seid dann glücklich, wenn ihr auf alles verzichtet. Es ist kein Verzicht, und das ist das Thema, dass wir glauben, wenn wir jetzt
Dinge verlieren, ja, dass wir verzichten. Wir würden irrsinnig viel gewinnen. Wir würden irrsinnig viel Lebensqualität. Ja. Aber dann hätten es doch die Leute in diesen Gebieten, jetzt in Afrika unten, super. Die hätten es doch wunderbar. Warum haben sie es super? Ich meine, nicht in den ganz schrecklichen Gebieten, wo es gehungert wird, aber ich sag mal, in den Schwellenländern, wo die Leute so richtig auf eine sympathische Art und Weise noch arm sind und praktisch am Tag 10 Stunden draußen im Garten rumkreuen, um ein bisschen was groß zu ziehen mit ihren eigenen Händen der Arbeit, wo sie genau wissen, was sie essen, die hätten es doch am besten. Das ist aber schon ein Unterschied, glaube ich, ob man das aus tiefer Not heraus macht und weil man oder ziemlich sicher ausgebeutet wird oder ob man zu einer freiwilligen Erkenntnis kommt. Das ist ein Riesenunterschied. Und dann aber da könnte man nicht, anstatt den Umweg über die ganze Industrialisierung zu machen, denen Leuten beizubringen, dass sie freiwillig das machen, was sie da jetzt machen. Das kommt mir so zynisch vor. Das ist sehr zynisch. Verstehen Sie, ja, was ich meine? Aber das kommt mir so vor, wie wenn Esoteriker sagen, du bist deswegen krank, weil du irgendwann mal in deinem Vorleben ein schlechter Mensch gewesen bist. Ganz genau. Das ist eine Unverschämtheit, genau. Kann man niemand sagen. Aber ich kenne sehr viele Krebskranke, die fürs von sich aus sagen, ich weiß, woher ich diese Krankheit gekriegt habe. Das darf man ihnen auch nicht nehmen, weil die wissen es für sich. Die, ich kenne sehr viele, die sagen, ich weiß es und ich habe irgendwas. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob du es jemandem sagst, vorwirfst praktisch, oder ob jemand etwas selbst erkennt. Verstehen Sie, es geht doch um die Reflexion. Es aber ein gewisser Zynismus heraushöre, dass wir auf einem Eck, also Menschheitsgeschichte. Nein, es geht nicht um die Politik. Auf einem unglaublich hohen, nicht parallel reden, sonst hören es die Leute nicht. Auf einem unglaublich hohen Niveau jammern. Menschheitsgeschichtlich, auf einem unglaublich hohen Niveau. Und auf diesem Niveau, wo wir heute jammern, was für Leute aus dem 19., 18. Jahrhundert das Schlaraffenland gewesen wäre, zu sagen, aber was würden nicht da die Milliarden eigentlich sagen? Oder diese, jede Sekunde verhungern, glaube ich, 15.000 Kinder. Was sagen die von dem hohen Niveau, auf dem wir jammern? Das sehe ich nicht, das hohe Niveau. Auf dem wir hier sitzen? Auf dem wir hier sitzen, wir sind hier vernetzt. Mitteleuropäer, meine ich. Ja, mein Gott, Mitteleuropäer, wir gehören alle zusammen. Ja. Ich, also das lasse ich mir nicht nehmen, dass ich mitempfinde und auch mich selbst, wenn man so will, mit als schuldig empfinde, dass es in einer Welt, in der Überfluss da ist, dass Kinder verhungern. Hohes Niveau hin und her. Es ist ein Scheißniveau, wenn so lange Kinder verhungern. Danke. Das kann ein Antrieb sein. Dieses Mitgefühl kann ein Antrieb sein, um etwas auch mit sich an sich zu verwandeln. Also es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin empathisch. Und wenn ich empathisch bin, dann muss ich auch erkennen, dass ich eine gewisse Schuld habe. Und ich habe kein Problem damit. Diese Schuld bringt mich dazu, immer wieder neue Ideen vielleicht auch für mich selbst zu haben. Es ist nicht eine Schuld, die ich empfinde, weil eine katholische Kirche mir sagt, du bist schuldig. Es ist nicht die Schuld eines Glaubenssystems. Es ist eine Erkenntnis. Und ich glaube, wenn wir diese Empathie, und jetzt sind wir bei einem Thema, das ich sehr wichtig finde, du hast gesagt, eine Revolution des Geistigen. Ich finde, es muss auch Hand in Hand mit einer spirituellen Revolution gehen. Und das ist etwas, was man natürlich, was auch Zeit braucht. Ich bin überzeugt, dass nur ein kleiner Bruchteil von den Ideen, wenn ich überhaupt ganz viel Glück habe, die ich sowieso zu Lebzeiten nicht erlebe, vielleicht in 100 Jahren wird sich da etwas entwickeln. Ich habe nicht die Hoffnung, dass jetzt irgendwas radikal veränderbar sei. Aber ich denke, wir müssen doch auch eine Utopie haben. Wir müssen doch wissen, wie könnte eine gerechte Welt, eine herrschaftsfreie Welt ausschauen. Das ist meine Utopie. Ich weiß, es ist eine Utopie, aber an die halte ich mich. Und aber da versuche ich was zu tun. Trotz man braucht halt den Weg dahin. Also man braucht ein Ziel und ich brauche von mir aus einen Gesellschaftsentwurf. Mein Ziel kann auch sein, eine bessere Gesellschaft zu bauen. Das kann mein Ziel sein, aber ich brauche einen Weg. Ich brauche aber einen Weg dahin. Und ich kann auch recht wenig anfangen. Ich bin leider ein total nicht spiritueller Mensch. Das stimmt und doch nicht. Doch. Jeder Mensch ist spirituell. Jeder ist gleich spirituell. Keine Ahnung. Und habe gewisse Probleme mit dem Moralisierenden. Man hat so und so zu leben. Und ich finde, man sollte sich eher überlegen, okay, wo ist mein Ziel, wie komme ich da hin und wie kann ich das machen? Und wie kann ich Strukturen verändern, wie kann ich das auf der strukturellen Ebene machen? Verstehen Sie mich, ich würde nie jemand sagen, wie er zu leben hat. Aber ich kann für mich selbst eine Norm setzen, denke ich. Sie haben, ich wollte nur an die Utopie noch anschließen. Sie haben also so, ich habe das Gefühl, gesellschaftliche, politische Utopien nach diesem verheerenden 20. Jahrhundert, da bekomme ich Bauchschmerzen.
Ich meine, der Kommunismus war eine große gesellschaftliche Utopie. Ich meine doch kein System, kein ideologisches System. Ich meine doch kein ideologisches System mit Utopie. Utopie. Nein, nein, das muss so. Wenn meine Utopie ist einfach ein friedliches Zusammenlegen, Leben in einem, gut, in dem Punkt bin ich ein kleiner Feminist, in einem nicht-patriarchalen System. Das ist meine Utopie. Das ist aber keine Ideologie, sondern ich bin der Meinung, dass das patriarchale System genauso wie der Kapitalismus, der Kommunismus eigentlich versagt hat in den letzten 7000 Jahren. Dann wären wir endlich Menschen und keine Raubwaffen mehr. Das ist meine Utopie. Das ist keine Ideologie, an die ich mich klammere, kein Glaubenssystem. Ich mag auch keine Glaubenssysteme, weil die auch nichts helfen. Es hilft nur die innere Erfahrung etwas. Und die kann manchmal wahnsinnig schmerzhaft sein.